Wir legen los in 3, 2, 1 und Action. A legendary television production. Und jetzt sind wir auch schon auf Skull Island. Finde ich sehr spannend, dass die Serie wirklich in Skull Island anfängt. Skull Island 1973, alles klar. Also wir sind jetzt wirklich wieder ganz am Anfang. Okay, ich versuche das gerade mal zeitlich einzuordnen. Das spielt jetzt zum Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt, als Bill Render und Co. mit Samuel L. Jackson zusammen auf der Insel ist, schätze ich mal. Diesen Clip konnte man übrigens auch schon vorher sehen und den gab es auch schon zuvor auf YouTube, wurde der schon veröffentlicht. Die ersten 3 Minuten. Sieht halt geil aus. Es sieht halt wirklich gut aus, die Serie. Das freut mich total. Und so schön entsättigt. Das sieht nicht so krampfhaft bunt und hip aus wie Kong Skull Island. Oder auch Godzilla vs. Kong. Das war mir auch schon fast wieder zu bunt. Das hier ist geil. Und das Ganze müsste jetzt chronologisch spielen zur Zeit von Kong Skull Island, dem Film, als dann diese riesigen Spinnen aufgetaucht sind. Ne? Deswegen sehen wir jetzt auch hier diese riesige Spinne, die so Beine hatten, die ausgesehen haben wie diese Bambusstäben. Und da scheint Bill Render kurz von der Gruppe abgekoppelt worden zu sein. Und hat dieses Buch jetzt eben weggeschmissen. Ah. Das hätte ich mir schon... Ey, das ist geil. Ich hätte mir genau das schon bei der echt schlechten Animationsserie Skull Island gewünscht. Dass sowas mal real verfilmt wird. So ein paar andere Kaiju-Viecher gegeneinander kämpfen. Sehr cool. Oh, diese Spinne ist sogar krass. Ich hätte jetzt schwören können, dass die keine Chance hat gegen das Krabbentier. Ist das so eine kleine Anleihe an den allerersten King Kong gegen Godzilla, wo ja auch beide ins Wasser gefallen ist und man am Ende nicht wirklich wusste, wer jetzt eigentlich gewonnen hat? Eigentum von WJ, also W steht für William, J keine Ahnung. 2013, jetzt sind wir also ein Jahr vor den Ereignissen von Godzilla 2014. Ich bin da, ich hab grad echt Bock drauf. Und die ganze Szenerie jetzt hier erinnert sehr stark an Godzilla von Roland Emmerich. Kann man mögen, ich mag ihn, viele mögen ihn ja nicht. Aber mit dem Fisch jetzt hier, das ist schon cool. Das ist schon ganz geil. Oh, ist das kalt. Zum Glück habe ich auch was gegen die Kälte hier. Kaffee. Kaltes Wasser, Kaffee. Okay. Sie haben jetzt auf jeden Fall das Buch von William Render gefunden. Und zwar, das müssen wir ganz kurz nochmal Fremdworte, die man nicht aussprechen kann. Ach, scheiß drauf. Wir müssen jetzt nochmal ganz kurz drüber reden, was da eben gerade passiert ist. Wir haben gesehen, wie William Render scheinbar zur Zeit von Kong Skull Island von der Gruppe abgekommen ist, hat das Buch genommen oder schon bei sich gehabt von Monarch, hat sich auch bei einer Person dafür entschuldigt, dass er es gestohlen hat. Bei wem auch immer, keine Ahnung. Hat es dann ins Wasser geschmissen. Also scheinbar wasserfest, oder diese Tasche ist irgendwie wasserfest, weil er dachte, dass dieser Kaiju jetzt eben auf ihn losgeht und dann das Buch wohl zerstört werden könnte. Also in dem Buch ist wohl irgendwas sehr, sehr Wichtiges drin. Irgendwelche Geheimnisse.
Und ich frage mich gerade nur, das könnt ihr mir jetzt vielleicht mal in den Kommentaren beantworten, ist das so gewesen, dass Bill Render schon mal auf Skull Island gewesen ist, bevor der Film Kong Skull Island anfängt? Nee, ne? Der ist auch zum allerersten Mal da. Das heißt, die Szene eben gerade am Anfang, die muss eigentlich zur Zeit von Kong Skull Island spielen. Chronologisch. Monarch, Legacy of Monsters, written by Chris Black. Directed Matt Shackman? Shackman. Sie scheint nach Tokio zu fliegen. Wir wissen ja, dass in der Geschichte spielen zwei Hauptfiguren die Rolle, zwei Geschwister, wohl ich glaube, das ist eine von den beiden Geschwistern. Ich weiß gar nicht, ob das Zwillinge sind, keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall Geschwister, die die Hauptrolle in der Serie übernehmen. Ich liebe ja Flughäfen, ey. Ich weiß nicht. Okay, wir sind jetzt scheinbar aber wieder in einem Zeitsprung gewesen und jetzt sind wir nach 2014. Okay, sie hat jetzt gerade Flashbacks von dem Ereignis von 2014. War Radioaktivität im Monsterverse jemals eine Nummer gewesen? Oder was sollte gerade das Desinfektionsmittel da drin? Godzilla überall. Ich finde das geil, dass wir gerade wirklich sehen, dass die Welt Nachwirkungen hat durch das, was in Godzilla 2014 passiert ist. Das gefällt mir gerade sehr gut. Diese Sache auch mit dem Desinfektionsmittel, das gesprüht wird. Und dann eben seine Aussage daraufhin noch, die versuchen uns nur irgendwas vorzugaukeln, damit wir uns sicher fühlen. Könnte auf der einen Seite natürlich auch sein. Auf der anderen Seite denke ich mir, das geht vielleicht schon so in Richtung Verschwörungstheorie jetzt. Gefällt mir sehr gut. Ey, original wie bei mir. Wenn ich im Flughafen bin und ich stehe vor diesem Fotoapparat, ich sehe immer so auf einmal aus. Also ich guck einfach so in die Kamera und dann macht die Kamera Klick und ich gucke einfach auf einmal so. Immer wieder. Schön, dass die Serie auch in Tokio spielt. Wir gehen also jetzt zurück zu den Wurzeln von Godzilla. Da geht mir ja schon gleich einer ab, ey. Sehr schön. Der japanische und auch chinesische. Oh, 2015. Auch wieder ein Godzilla-Zeichen gerade, da auch nochmal. Raketenwerfer auf der Brücke. Okay. Ey, diese Serie passt bis jetzt. Das sind gerade die ersten 10 Minuten. Die Serie ist gerade aktueller denn je, finde ich. Wir haben jetzt Verschwörungstheorien mit drin, dieses Nichtvertrauen in die Regierung, dass die uns irgendwie alle manipulieren oder eben belügen wollen. Diese übertriebenen schnellen Maßnahmen, die jetzt hier getroffen werden, auch ich meine, so Raketenwerfer werden Godzilla nicht aufhalten, aber du musst ja irgendwas machen, du musst ja irgendwie reagieren. Ja, was?
Ich hoffe nur, die pulvern jetzt nicht alles schon direkt am Anfang raus und danachher wird das alles dann so ein bisschen über den Haufen geworfen. Ich würde echt gerne so eine Welt sehen, die jetzt funktionieren muss mit Kaijus. Okay, ich verstehe noch nicht ganz, was Kate jetzt hier macht. Also was ist jetzt ihre Mission gerade? Sie scheint irgendwo hingeflogen zu sein, nach Tokio, wo sie den Schlüssel von einer Wohnung hat, die aber anscheinend nicht hier ist, weil sie wusste eben nicht, ob überhaupt ein Schlüssel reinpasst. Ach, bitte mach das jetzt nicht zu konfus. Bitte jetzt, ne, so. Ah. Kriege ich gerade so ganz schlimme Godzilla, ja, wie hieß die Serie? Singular Point Vibes. Wo sie Rätsel aufgebaut haben, Rätsel, Rätsel, Rätsel und es wurde irgendwann so konfus, dass du gar nichts mehr gerafft hast. Okay, ihn kennen wir noch nicht. Auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, ob hier generell eine Figur auftauchen soll, die wir schon kennen aus den Filmen. Voll erschrocken, ey. Was passiert hier gerade? Lass mich raten, das ist ihr Bruder. Oh, Papi hat auf zwei Hochzeiten getanzt. Jetzt habe ich es verstanden. Oder? Oh Gott, okay. Wir haben wieder einen Zeitsprung gemacht. Wow. Das ist Kurt Russells Sohn. Ich habe seinen Namen wieder vergessen, wie er jetzt hier im Film heißt. Aber Kurt Russells Sohn spielt dieselbe Figur wie sein Vater in der Serie. Nur spielt sein Vater die ältere Variante von 2015 und der Sohn die jüngere Variante von der Timeline jetzt hier. Das sind sauschöne Shots, ey, das gefällt mir echt gut. Ah, jetzt bin ich voll drin. Godzilla ist wieder da. Jetzt habe ich Bock. Die beiden sind die Gründer von Monarch? Also sie und der Fahrer, die sind anscheinend ein Paar. Und die haben Monarch gegründet? Vor 2014, aber weit vor 2014. Da bin ich mal gespannt. Das heißt, der Monarch muss auf jeden Fall sehr viele Sachen, die wir jetzt wahrscheinlich hier in der Serie sehen, geheim gehalten haben, die auf der Welt abgegangen sind mit anderen Kaijus.
Okay, sie sagen auch noch Titanen. Das haben sie auch noch in King of the Monsters gemacht, im zweiten Godzilla-Film. Sind wir jetzt in Russland? Ich habe es vorhin nicht ganz gelesen. Da stand auf jeden Fall, wo wir jetzt gerade sind. Das sah aber eben gerade schon nach Russisch aus, oder? Es stand auf jeden Fall eben gerade da, wo wir sind. Ich habe nur zu spät gesehen, wo es war. Was? Ah, okay, er hat auch keine Maske auf, deswegen hat sie gerade gemerkt, dass da anscheinend gar nichts ist. Jetzt aber die Frage, ob das stimmt. Also, ob die Gegend wirklich. Die Regierung brannte ein Loch durch die Erde. Gehen wir jetzt hier auf die. Echt jetzt? Gehen die jetzt hier auf die Hollow Earth ein? Oder meint er damit einfach nur, dass ein Loch quasi in den Boden gebuddelt wurde? Also nicht bis runter ins Mittlere der Erde. Ich sag euch, die Serie könnte wirklich Bezug nehmen auf Godzilla X Kong oder Godzilla End Kong. Ich weiß noch nicht, wie man den Namen ausspricht. Ja gut, sie hat es vorhin eh schon ausgehabt, also scheiß doch drauf. Was würdet ihr jetzt machen? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wenn dieser Geigerzähler nicht ausschlagen würde, würdet ihr einfach die Masken ausziehen, weil ihr euch denkt, ey, wird ja nichts angezeigt, oder würdet ihr euch denken, nee, Mann. Ich würde die, glaube ich, trotzdem auflassen. Ich würde die Maske da nicht ausziehen. Wollte ich gerade sagen, da sind zigtausend Fotos an der Wand. Da sind überall Fotos vom Vater. Das ist hier. Das ist aber riesig, das Spielhaus.
Gute Frage. Ein von beiden muss er ja zuerst betrogen haben. Das sind die beiden Hauptfiguren, Kate und eben ihr Bruder. Und die beiden wollen jetzt in der Serie herausfinden, was mit Hiroshi passiert ist. Aber der muss irgendeinen Bezug zu Monarch haben. Also ich verstehe es doch selber nicht. Die Zeitsprünge, die gehen wirklich schnell. Da muss man aufpassen. Mutos haben atomaren Müll gefressen, ne? Mutos haben diese Batterien gefressen, glaube ich. Aber Mutos dürfte es hier noch nicht geben. Mutos kam zum allerersten Mal in Godzilla 2014 vor. Und das spielt ja weit davor. Ich bin gerade echt verwirrt, ey. Ich glaube nicht, dass die einen Denkfehler haben. Ich glaube, ich habe einfach gerade einen Denkfehler. Ich komme da gerade nicht so mit, wie das in die Monsterverse-Geschichte reinpasst. Ah, die machen jetzt das, ja, das, was sie auch in Kong Skull Island gemacht haben. Diese seismografischen Messungen, ne, wo die diese, das sind keine Schallwellen, was waren es denn so? Schallwellenähnliche Dinge nach unten schießen. Dadurch können die dann sehen, was unten drunter ist. Ist aber nicht die Hohlerde dann tatsächlich. Diese Switches hin und her, die finde ich gerade ein bisschen anstrengend. Oh, Notfallalarm. Boah, Alter, kommt jetzt echt schon ein Kaiju? Boah, Godzilla, das könnte allerdings, könnte das jetzt auch dieses Flugvieh sein, was wir im Trailer gesehen haben. Ah, diese Schilder, die bringen einen immer zum Schutzraum, verstehe. Gibt's da aber einige davon. Ja, okay, die in die U-Bahn zu machen, macht aber auch Sinn. Da musst du keine extra Bunker nach unten bauen, du baust einfach die U-Bahn weiter aus.
Beziehungsweise du gehst einfach in die U-Bahn runter und nutzt die als Schutzraum. Geld, vor allem sollten die gerade in San Francisco auch so Sachen haben. Aber scheinbar haben die das da nicht. Als das mit Godzilla passiert ist, meint er, ne? Oder? Eins zu eins der Shot aus Pacific Rim. Okay. Warum nicht? Okay, jetzt brauchen wir Clark Kent. Wo ist Clark Kent, der immer die gelben Busse aufhält? Alter, da ist Godzilla. Was für ein krasser Shot. Sieht man diese gelben Busse auch im Film von 2014? Echt jetzt? Okay, die hat sogar so posttraumatische Anfälle anscheinend. Ist ja krass. Aber wie alt soll die denn sein? Wenn das 2014 eben gerade passiert ist und da scheint sie noch in die Schule gegangen zu sein und das jetzt 2015, 17, 18 um den Dreh rum? Oder irgendwo habe ich 18, kann das sein? Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber die muss noch relativ jung sein. Die sah halt zumindest in dem Flashback eben gerade noch sehr jung aus. Und das spielt jetzt ja ein Jahr später. Und da sieht sie auf einmal viel reifer aus. Keine Ahnung, ob das ist ja auch wurscht. Komm, sei mal dahingestellt. Wir befinden uns jetzt irgendwo im Untergrund. Ach, das sind diese Tunnel, die sie gefunden haben. Was? Die neue Form eines Mutos. Da muss aber logischerweise auch der Muto, den wir aus 2014 kennen, eine neue Art eines Mutos gewesen sein, weil das ja davor spielt. Emanzipation, ich hab's verstanden, alles klar. Das geht nie im Leben gut aus. Nie im Leben geht das jetzt gut aus.
Irgendwie ist die Mutter sympathisch, nicht die Mutter, also die Mutter von ihm, die Frau, die ist auch sympathisch, finde ich. Sehr, sehr herzlich. Ich mag herzliche Menschen. Ja, es ist wirklich so. Es ist ja wirklich auch wie aktuell. Ey, das ist wie in der heutigen Zeit mit den ganzen Krisen, die wir haben oder hatten und immer noch haben. Das Leben muss trotzdem irgendwie wieder weitergehen, ne? Und du hast immer im Hinterkopf, irgendwas brodelt gerade. Ja, richtig. Das ist wahr. Weiß er mehr? Oh, er weiß wirklich mehr. Okay. Weiß er, dass sein Vater für Monarch gearbeitet hat, oder was ist jetzt das Ding, das wir jetzt hier gelüftet bekommen? Wie hat sie das jetzt gewusst? Naja, gut, er hat zwei Familien betrogen. Das wird weder ihr noch sein Geburtstag sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da kommt, ey, wer kommt denn auf sowas? Der Tag deines ersten Stuhlgangs. Das ist jetzt, es ist, ey, die Serie wirft extrem viele Fragen auf, was mir gefällt. Aber wie zum Teufel kommt jetzt die Tasche vom Fischerboot dahin? Die Tasche wurde gefunden 2013. Und die Tasche ist 2015 im Spind gelandet. Okay, dafür, dass Monarch geheim bleiben will, haben die ziemlich häufig auf ihren Sachen das Monarch-Logo draufkleben. Und alle so, Monarch kenne ich nicht. Die sind geheim.
Ist das eine verflossene von ihm? Ja. Da spielen die jetzt alle drei die Hauptrolle. Sie ist das IT-Genie, er kann nix und sie ist, keine Ahnung. Okay, sie ist eine Hackerin. Ist das ihr Ding? Ja, okay. Sie ist so ein IT-Nerd. Was ziemlich cool ist. Ich hätte auch keinen Plan von Technik, aber ich bin so ein Technik-Trottel einfach. Ich werde mein Setup hier nie wieder abbauen können, weil ich das nie wieder so hinkriege, wie ich es jetzt hier aufgebaut habe. Mal das mit der anderen Kamera kurz zeigen. Nö, nicht wirklich. Ihr müsst mir das einfach glauben. Das finde ich immer so schwierig mit so Hackern in vielen Filmen oder Serien, dass die sich einfach dann so in die krassesten Systeme einhacken können, einfach von zu Hause aus. Weiß nicht, ich habe noch nie mit einem Profi-Hacker gesprochen, aber ich glaube, so einfach geht das halt nicht. Gerade nicht bei so einer. Ist das jetzt hier Monarch? Ja. Der G-Day. Der Tag, an dem Godzilla
San Francisco platt gemacht hat, wahrscheinlich, ne? Oh, da ist ein Skullcrawler eben gerade dran gewesen. Da ist das eine Schiff, das wir auch aus dem Trailer kennen. Ist, glaube ich, auch auf Skull Island. Bigfoot. Ist Bigfoot jetzt auch offiziell ein Kaiju, oder was? Keine Sau kennt Monarch und dieses Logo ist einfach verdammt nochmal überall drauf. Auf Taschen. Also, nee, sorry. Mal wie Gaffer bei einem Autobahnunfall. Es gibt genug Arschlöcher auch in der echten Welt, die lieber Selfies machen, anstatt irgendwie ihr Hirn zu benutzen oder zu helfen oder sowas. Jedes Arschloch da draußen, das meint, beim Autofahren filmen zu müssen, ey. Ah, sie meint, sie spricht sie nicht mehr aus Prinzip. Spricht sie Japanisch nicht mehr. San Francisco 2014. Anscheinend ein Tag, 2 Tage, eine Woche nach dem Ende von Godzilla 2014. Das ist nämlich genau das Meer, in dem Godzilla verschwunden ist, glaube ich, am Ende vom Film. Spoiler, Spoiler Ende. Okay, das ist ungefähr ein Tag später, glaube ich. Schätze ich mal. Wenn nicht sogar noch am selben Tag. Okay, er ist schlau, er hat keine Monarch-Tasche um. Jetzt der schlauste Monarch-Mitarbeiter hier. Okay, jetzt sieht sie doch nicht jünger aus. Jetzt ist doch wieder dieselbe Schauspielerin, glaube ich sogar. Und er scheint seine Familie aber trotz allem zu lieben. Also er scheint die nicht einfach für irgendeinen Vorwand. Ich liebe euch beide. Sie und ihre Mutter oder beide Familien? Krasser Typ, was ist mit dem los? Was ist mit dem, was geht denn da ab? In Alaska? Wisst ihr, wer in Alaska gefunden wurde? Ghidorah. Ghidorah wird da entdeckt und ist eingefroren. Was, wenn Ghidorah in dem Film schon entdeckt wird? In der Serie schon entdeckt wird. Und ihr Vater das wusste. Und Ghidorah kommt ja aus dem Weltall. Und deswegen war das so wichtig. Warum auch immer er zwei Familien dafür gehabt hat. Vielleicht um irgendwie untertauchen zu können oder irgendwie so ein Kram, keine Ahnung.
Oh, die ist auf jeden Fall in Godzillas Fußstapfen getreten. Als er noch jung war. Ah, der Rückblick zeigt jetzt die Großmutter von ihr. Das heißt, okay, Moment. Die Großmutter von Kate hat also anscheinend Monarch gegründet. Dann macht's ja Sinn, dass der Vater von Kate damit drin hängt. Und zwar nicht zu wenig. Es macht Sinn. Okay, verstehe. Nur die Erklärung, warum die wirklich jetzt zwei Familien oder warum er zwei Familien hatte, das müsst ihr mir jetzt irgendwie plausibel erklären. Aber Alaska merke ich mir. Alaska ist halt echt der Ort, in dem Ghidorah im zweiten Godzilla-Film auftaucht. Das ist ekelhaft. Okay, jetzt stirbt irgendeiner von denen. Lass mich raten, Kates Großmutter stirbt jetzt. Die sehen aber nicht aus wie Mutos, Mann. Das sind irgendwelche Kakerlaken. Yo. Ey, die haben Hunger. Die haben richtig Hunger. Ich würde mich echt von da verpissen. Alter. Nee. Keine Chance. Keine. Das ist. Nee, Das war's mit der ersten Episode. Das ist ja ein fieser Cliffhanger, ey. Okay, das ist echt ein fieser Cliffhanger. Ich schätze, die ist wirklich tot. Es würde mich jetzt sehr wundern, wenn die später nochmal auftauchen würde, weil sie irgendwie keine Berechtigung dafür hätte. Ich wüsste nicht, was man jetzt noch mit ihr anfangen sollte. Ich glaube, ihr Tod hat jetzt eher Auswirkungen auf ihren Freund oder Mann, der mit ihr zusammen Monarch gegründet hat. Das könnte jetzt irgendwie eine Geschichte werden. Oder der Vater von Kate weiß, dass ihre Großmutter noch am Leben ist und hat das irgendwie verheimlicht. Ey, ich habe gerade ganz viele Theorien in meiner Birne, die wahrscheinlich alle falsch sein werden. Geile erste Episode auf jeden Fall. Die zweite kommt dann so zeitnah, ich das irgendwie hinkrieg. Und ja, eine ganz klare Episodenbesprechung, auch mit meiner Meinung und dem ganzen, wo wir das alles nochmal aufarbeiten, findet ihr auf meinem Hauptkanal Anon Kaijuverse. Link ist da oben in der Ecke. Könnt ihr gerne draufklicken. Da gibt es dann eben alle Reviews zu den einzelnen Episoden, während es hier auf dem Kanal eben alle Reactions gibt zu einzelnen Episoden. In diesem Sinne, ey, macht mir echt Bock. Ich bin wieder drin und würde sagen, dann sehen wir uns wieder zu Episode 2. Bis zum nächsten Mal. Ciao.